Energieeffizienz beginnt im eigenen Haushalt. Diesmal geht es um den Standby-Verbrauch. Berufswunsch Lokführer für David aus Salzburg wird ein absoluter Traum wahr. Und auch diesmal stellen wir Ihnen einen interessanten Lehrberuf vor. Und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin. Wir alle haben viele Geräte im Haushalt, die durch ihre Standby-Funktion permanent Strom verbrauchen. Wir zeigen Ihnen hier im Magazin, wie Sie energieeffizient in die Zukunft starten, denn World Changer kann jeder von uns werden. In diesem Magazin möchte ich über Standby-Verluste sprechen. Wir haben hier einen Fernseher, ein Modem und etliche andere Peripheriegeräte angesteckt und diese werden über ein Messgerät erfasst. Zurzeit lesen wir hier 12 Watt ab. 12 Watt erscheint im ersten Moment nicht viel, doch wenn man das hochrechnet auf die Anzahl der Haushalte im Bundesland Salzburg, dann kommt eine Leistung heraus, die der Durchschnittsleistung des Kraftwerks Rott an der Grenze zur Verlastung entspricht. Das heißt, das Kraftwerk Rott läuft nur deswegen, dass die Standby-Verluste dieser an und für sich schon sehr guten Geräte im ganzen Bundesland abgedeckt werden können. Wir haben aber auch Standby-Verluste, die weit höher sind als diese 12 Watt von 4 verschiedenen Einzelgeräten. Und da gibt es die Möglichkeit, dass wir den Sparstift ansetzen. Wir können, so wie hier, eine schaltbare Steckdosenleiste nehmen, wo mit einem Schalter sämtliche Geräte auf einmal ausgeschaltet sind. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir einen Standby-Killer verwenden, der mit der Fernbedienung des Fernsehers zusammen programmiert wird und automatisch aus- und einschaltet. Das war's auch schon für heute. Mehr Tipps finden Sie auf unserer Homepage. Um unerklärliche Stromverbräuche, die auf einmal auftauchen, geht es gleich hier bei uns. Zuvor möchten wir dann aber einen jungen Mann vorstellen, der unbedingt Lokführer werden möchte. Wir haben David zur Salzburger Lokalbahn begleitet. Und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Zugführer. Früher habe ich Traktormengen und jetzt habe ich auf einmal Züge so cool gefunden. Berufswunsch Lokführer bei der Lokalbahn, das ist ganz wichtig. Das äußert sich, dass wir wirklich jeden Tag beim Zug drüben stehen und Zug schauen und Zug fahren vor allem. Und er kennt alle Züge und alles drum und dran. Und weil ich so öfters vorn sitzen dürfen habe. Und einmal habe ich bei einem Zaffner sitzen dürfen. Pfeife. Gut, die brauchen wir, dass wir auf uns aufmerksam machen, dass uns niemand zu weit rüberkommt. Unerklärliche Stromverbräuche und damit hohe Kosten kommen immer wieder vor. Aus diesem Grund haben wir uns einen speziellen Fall in der Stadt Salzburg angesehen. Immer wieder passiert es, dass der Stromverbrauch von einem auf das andere Monat rasant nach oben geht. Wenn das passiert, ist das ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Aus diesem Grund sollten Sie die Stromrechnung immer kontrollieren. Bei Frau Ettelmeier aus Salzburg war das der Fall und sie hat sich an die Salzburger G gewandt. Die Geschichte hat so begonnen, dass ich die Jahresabrechnung meiner Stromrechnung bekommen habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich eine Nachzahlung habe. Und meine Nachbarn, die wesentlich mehr Energieverbrauch haben, ein Guthaben bekommen haben. Auf das hinauf bin ich dann in die zur Salzburg AG, zum Kundenservice, wo ein sehr netter Herr mich gleich an die Energieberatungsstelle vermittelt hat. Habe dann am nächsten Tag sofort einen Anruf gekriegt vom Herrn Liedl, der gekommen ist, sich sämtliche Geräte in meinem Haushalt angeschaut hat, sie gemessen hat und dann sind wir draufgekommen, dass es um den Tiefkühler geht. Der Tiefkühler hat augenscheinlich gut gearbeitet, ist allerdings in die Jahre gekommen. Bei näherem Hinsehen wurde bemerkt, dass er ununterbrochen gekühlt hat. Die Frau Ettelmeier war sehr achtsam und wachsam. Im Zuge der Jahresabrechnung hat sie bemerkt, da ist ein Mehrverbrauch, den sie nicht erklären kann. Und hat sich dann an die Salzburger AG gewandt und die dortige Energieberatung hat sich das angenommen, hat es angeschaut und mit ihr gemeinsam das Problem erkannt.
Das Gerät hat gearbeitet, hat gut gefroren. Von der Vereisung ist mir eigentlich auch nichts aufgefallen, weil alle 3 Monate in etwa habe ich den Gefrierschrank enteist, so wie es eigentlich durch die ganzen letzten Jahre gewohnt war. Aber offensichtlich, eben der Herr Liedl hat gemeint, das wäre auch zu viel. Bei einem modernen Gerät genügt es einmal im Jahr. Also es waren hinten auch für mich natürlich schon Auffälligkeiten, weil mich der Fachmann informiert hat und darauf aufmerksam gemacht hat. Im Zuge der Energieberatung wurde festgestellt, dass der Gefrierschrank innerhalb von 6 Tagen einen enorm hohen Energieverbrauch hat, über 100 Kilowattstunden. Das würde bedeuten, im Jahr mehrere 1000 Kilowattstunden. Also ein Haushalt hat üblicherweise 3000, 3500 Kilowattstunden, ein kleinerer Haushalt 1500. Die Lösung des Problems war in diesem Fall der Austausch des Gerätes auf ein neues, denn ein neuer hocheffizienter Tiefkühler braucht in etwa 100 Kilowattstunden. Wenn Sie ebenfalls Fragen zu unerklärlichen Energieverbräuchen haben, dann kontaktieren Sie uns einfach. Unser Tipp, immer die Stromrechnung kontrollieren. Wir machen einen Themenwechsel. Die Salzburg ist einer der größten Lehrlingsausbildner im Bundesland Salzburg. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen jetzt wieder einen Lehrberuf vor. Heute sind wir in der Vogelweiderstraße im technischen Service in der Lehrwerkstätte und werden uns anschauen, was unser Lehrling Hannes so den ganzen Tag tut, wie seine Erfahrungen sind in der Firma und wie es ihm so geht. Da ist er, der Hannes. Servus Hannes, wie geht's dir? Gut. Was machst du da? Ich tue gerade die Plasmaschneidanlage programmieren. Aha, und als Maschinenbautechniker bzw. Metalltechniker ist das deine Aufgabe? Ja, wir kriegen eine Einweisung und dann dürfen wir auf der Maschine arbeiten. Was gefällt dir bei deiner Arbeit? Dass ich was mit Metall zum Tor habe und dass ich meine Ideen einbringen kann und generell mit einem guten Umgang mit den Mitarbeitern und mit den Lehrlingskollegen, das passt gut. Wie stellst du deine Zukunft nach der Lehre vor? Nach meiner Lehre möchte ich die Matura fertig machen und dann darf man einen Wunsch äußern, also wo man am liebsten arbeiten wird bei der Salzburger AG. Und ich hoffe, dass mein Wunsch zur Geltung kommt. Okay, danke dir. Das war das Salzburger AG-Magazin und sollten Sie Zahnkunde sein und somit die Vorteilswelt der Salzburger AG nutzen, dann haben wir wieder einen besonderen Vorteil. Derzeit gibt es einen 1+1 Eintritt in den Zoo Salzburg für Sie. Und Zahnkunde werden Sie übrigens auch mit einer SVV-Jahreskarte für 2019. Die Infos dazu, wie gewohnt, auf unserer Website.